Hallo Leute, es ist mal wieder an der Zeit, etwas zur AOG zu schicken. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich mache das ein bisschen anders. Das erste Video war ja mehr eine Premiere, dass ich sowas gemacht habe. Da wollte ich schon nichts vorwegnehmen. Diesmal will ich euch aber im ersten Teil des Videos zeigen, was ich alles losschicke zur AOG. Und im zweiten Teil werde ich euch dann zeigen, wenn die Sendung angekommen ist, wie es bewertet wurde. Also, keine Angst, also weiß keine Angst. Es wäre schön, wenn ich die alle hinschicken würde. Tue ich aber nicht. Ich zeige euch gleich, ich werde 10 Stück hinschicken. Ich erkläre euch auch gleich, warum und welche. So, wir haben hier zuerst haben wir ein Ho-Oh. Das ist eine Promokarte aus, hier unten steht es, wir kennen Blackstar Promo. Heart Gold Soul Silver, also HGSS01. Die erste Promokarte aus dem Heart Gold Soul Silver Zyklus. Und weiß nicht, habe ich irgendwo drin gehabt und die fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, da ich nicht so viele aus älteren Sets habe, dachte ich mir, es ist so eine coole Idee, die mal graden zu lassen, zumindest zum Pre-Grading zu schicken. Also ich schicke die alle hier zum Pre-Grading erstmal. Guck, was dabei rauskommt und dann entscheide ich, was ich davon vielleicht ja noch richtig graden lasse. Genau, also hier ein Ho-Oh, Promokarte aus Heart Gold Soul Silver. Dann haben wir, das sind eigentlich 2 Stück hier, und zwar Meisterdetektiv Pikachu und das Mewtwo GX. Beides Promokarten aus Sonne und Mond. Und zwar die 194 und die 195 hier. Eben zum Film Meisterdetektiv Pikachu. Da gab es so Boxen, da waren die drinnen, die hatte ich mir damals gekauft gehabt. Und ja, habe dann halt hier diese beiden Promokarten und dachte mir, ach ja, als ich durchguckte, was ich so hinschicken könnte, die finde ich ganz nett. Und da ich Sonne und Mond noch nicht gesammelt habe, promokartenmäßig oder so, würden die irgendwie nur blöd in einem Bein da einzeln rumfliegen oder so in einem Toploader, dann dachte ich mir aber zumindest zum Pre-Grading, dass ich sie zumindest in so einem Card Saver drin habe und wenn sie gut aussehen, vielleicht auch zum Grading und so richtig in einem Slab drin habe dann. Genau. Also Meisterdetektiv Pikachu und Mewtwo GX. Dann haben wir hier aus Pokémon Go, das ist jetzt ein Dreier-Set, und zwar die 3 Starter-Pokémon, beziehungsweise jeweils die letzten Entwicklungsstufen der 3 Starter-Pokémon. So hätten wir das strahlende Bisaflor aus Pokémon Go. Dazu passen dann noch das strahlende Glurak aus Pokémon Go und eben das strahlende Turtok aus Pokémon Go. Also Bisaflor, Glurak und Turtok aus Pokémon Go jeweils in der shiny strahlenden Variante hier. Strahlendes Bisaflor, strahlendes Glurak und strahlendes Turtok. Alle 3 selbst gezogen und dachte ich mir, ist auch bestimmt cool, die dann gegradet zu haben oder zumindest im Pre-Grading. Dann halt in so Card Savern oder in so Slabs drin. Das sieht bestimmt cool aus, dieses 3er-Set hier. Genau. Dann geht's weiter. Ja, natürlich, wie soll es anders sein? Hier mein Lieblings-Pokémon, wie man an der Spielmatte ja auch gesehen hat und wie ich es öfter erwähnt habe, das Relaxo. Und zwar haben wir das einmal hier in einer, ja, nee, keine Promo-Variante, das ist eine Rare-Karte aus Pokémon Go. Aber wenn ihr seht, die hat hier einen speziellen Glitzereffekt. Das ist nämlich nicht die Rare-Karte, wie ihr sie in Pokémon Go Boostern ziehen konntet, sondern das ist die, die in der Tinbox enthalten war. Ich glaube, nur in der Relaxo-Tin. Genau, in jeder Tin war, glaube ich, nur eine Pikachu-Karte dabei. Ich glaube, das war sogar die Promokarte. Und dann war jeweils dann das Relaxo, das Hytera und ich glaube, war das dritte eine Pikachu-Box, weil noch ein Pikachu drin war? Ich glaube, irgendwie so. Da war eine Rare-Karte halt mit einem anderen Foil drin, hier auch so ein Galaxy-Foil so ein bisschen. Und da dachte ich mir, das kann man doch auch immer zum Pre-Grading schicken hier. Ich mag ja Relaxos und ein Relaxo aus Pokémon Go. Mit einer speziellen Folierung, also kein normales, rares Pikachu, sondern schon ein bisschen, ja, seltener nicht unbedingt, weil es ja doch in jeder Tin-Dose drin war, aber trotz allem, da Pokémon Go, glaube ich, nicht so gern angesehen war, ist es bestimmt, ja, ist für mich hauptsächlich, weil ich Relaxo sehr mag. Apropos Relaxo, natürlich darf dann auch diese coole Promokarte aus Karmesin und Purpur nicht fehlen, hier aus der 151 Top-Trainer-Box. Ja. Die SVP.DE51 hier unten, Blackstar Promo 51. Das Relaxo sieht aus wie so eine Illustration Rare. Sehr, sehr cool. Schlafendes Relaxo. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, bin ich gespannt, was das bekommt im Pre-Grading und dann vielleicht auch dann mal zum Graden schicken zu lassen. So. Dann geht es weiter mit Lorcana. Das war jetzt alles, was ich an Pokémon. Also, die schicke ich auf jeden Fall auch alle ein. Ja, bevor es jetzt hier mit Lorcana weitergeht. Hier haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten, die ich Pokémon-seitig einschicken werde. Sondern kommen noch 2 Karten dazu, und zwar 2 Lorcana-Karten. Ich habe mir ja das Disney 100-Set gekauft. Ihr habt es ja schon auf dem Kanal hier gesehen. Da sind ja 6 Promokarten drin hier, die alle aussehen wie so ein bisschen wie so eine Enchanted Rare-Karte.
Die Mickey Maus, die Elsa, der Genie, der Stitch, die Malefiz und der Maui. So, jetzt ist allerdings das Problem, Mickey Maus und Elsa haben einen Fehler drauf. Wenn ihr das sehen könnt, hier steht Storyborn und Heros oder Eros, das ist ein Akzent auf dem E, Französisch. Und hier steht auch drauf Storyborn, Heros, Ren und Mage. Also jetzt auch Französisch die Schlagworte. Ist nur bei den beiden Karten, hier beim Genie zum Beispiel steht drauf Flutgestalt und Held. Hier steht drauf Sagengestalt, Held und Alien. Hier steht drauf Traumgestalt, Schurkin und Magierin. Und hier steht drauf Sagengestalt, Held und Gottheit. Also alle anderen sind richtig, nur bei den beiden sind halt Druckfehler drauf. Und da hat jetzt Ravensburger eine Umtauschaktion angeboten. Und da habe ich mich jetzt angemeldet für. Und da werde ich diese beiden Karten jetzt wegschicken. Das heißt, die Karten hier gehen zu AOG. Zum Pre-Grading, die beiden Karten gehen zu Ravensburger, damit ich die ausgetauscht bekomme gegen die richtigen. Ja, also wo das richtig draufsteht, dann habe ich nämlich dieses komplette 6er-Set hier, D100, und will das dann auch nochmal zum Grading schicken. Ich könnte jetzt natürlich die vier Karten schon hier mitschicken, aber ich denke mir, komm, dann warte ich, bis die beiden da sind und schicke das komplette 6er-Set dann auch nochmal zu AOG. Genau. Außerdem habe ich noch was von Locana, was ich gerne hinschicken möchte. Da warte ich aber noch auf was und dann werde ich es dann mitschicken. Ich denke, das sollte zeitlich dann so passen. Werde ich euch noch zeigen. Genau, aber hier hinten dran sind noch zwei Karten. Ja, das waren hier die 6 Karten von eben. Und zwar die Goofy-Promo von der Gamescom 23. Ja, die habe ich noch hier. Und natürlich auch die Donald Duck-Promo von der Spiel in Essen 2023. Und diese beiden Promokarten hier, der Goofy und der Donald Duck, die würde ich gerne auch beide mal zum Pre-Grading schicken und dann im Idealfall, wenn das Pre-Grading gut ausfällt, auch dann richtig graden lassen. So, das heißt, das sind die 10 Karten, die ich jetzt zum Pre-Grading zu AOG schicken werde. Also nochmal hier das Ho-Oh Promokarte aus Heart Gold Soul Silver, Meister Detektiv Pikachu und Mewtwo GX, zwei Promokarten aus Sonne und Mond zu Meister Detektiv Pikachu. Dann das strahlende Bisasaur, das strahlende Glurak und das strahlende Turtok, die drei Starter-Pokémon in der letzten Entwicklungsstufe aus Pokémon Go. Dann haben wir ein Relaxo aus Pokémon Go aus der Tin-Dose mit dem speziellen Foil hier drauf. Dann ein Relaxo-Promokarte aus der 151 Top-Trainer-Box und eben die beiden Lorcana-Promos von der Gamescom und der Spiel. Leider fehlt mir jetzt der dritte im Bunde, der Mickey Maus. Aus Amerika und der erste ist auch leider der teuerste von den dreien. Ob ich den jemals bekommen werde, weiß ich nicht. Aber wenn ich doch mal die Finger dran kriegen sollte, könnte ich mir vorstellen, würde ich das vielleicht dann auch nochmal zum Grading schicken. Genau, aber das sind die 10 Karten, die ich jetzt zum Grading schicken werde. Und ja, für mich wird es jetzt ein, zwei Wochen dauern, bis es wahrscheinlich wieder da ist. Für euch ist es nur ein kurzer Schnitt, weil ich werde dann direkt jetzt im Anschluss weitermachen, wenn das die Kiste von AOG da ist. Ja, und ich vermute, dass durch die Feiertage ein bisschen länger bei mir gedauert. Im Mai sind ja einige Feiertage. Habe jetzt fast 2 Wochen auf das Paket warten müssen. Aber hier ist die Rücksendung von AOG. Die Karten aus dem Pre-Grading. Wie gesagt, 10 Karten habe ich ja hingeschickt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Für euch zum Glück nur ein paar Sekunden vergangen. Bei mir waren es fast 2 Wochen, die ich warten durfte auf die Karten. Aber umso schöner jetzt das gemeinsame Auspacken und gucken, was denn das für Pre-Gradings geworden sind. Hier sieht man es nochmal. AOG Satisfied, Rate Us. Genau, dann haben wir hier wieder den Wish. AOG, Sponsored by Investment Collector. Okay. Und dann haben wir hier unser Bundle mit den ganzen Pre-Grades drin und natürlich auch den leeren Top-Loadern hier. Das gucke ich gerade mal. Ja, so ist gut. Ah, diesmal auch keine Pokémon-Karte mit, keine Energiekarte mit Danke. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 Toploader. Gut, perfekt. Das passt schon mal. Und dann haben wir hier 10 gepre-gradete Karten. Und die wollen wir doch mal jetzt hier befreien und uns einzeln angucken. Wie gesagt, im Vergleich zum letzten Video wisst ihr ja jetzt schon durch den ersten Teil dieses Videos, was ich hingeschickt habe. Und jetzt wollen wir gemeinsam gucken, wie die Karten abgeschnitten haben, damit wir gucken können, welche von den Karten ich vielleicht dann zum Grading schicke, wenn überhaupt. Welche? So.
bisschen aufpassen, nicht, dass ich das so blöd drehe, dass man doch aus Versehen eine Karte schon sieht, beziehungsweise das Grading der Karte. Das Pre-Grading. Ich glaube, ich rede einfach halber trotzdem vom Grading einfach nur. Wenn ich dieses Pre-Grading ist ja. Okay, ich würde sagen, fangen wir von hinten wieder an, oder? Wir nehmen die erste hier. So. Halten das hier wieder vorne dran und gucken. Die erste Karte. Oh, ja, ist das Ho-Oh. Was ich hingegen hätte, die Promokarte aus Heart Gold und Soul Silver hier. Die allererste Promokarte. Oh, da bin ich mir nicht so sicher, was die für eine Wertung bekommen würde. Weil die habe ich nicht selbst gezogen. Und was sagt AOG dazu? Es ist ein Nirmint Plus. Okay. Das ist okay, ja. Weiß nicht, ob ich die noch zum Grading schicken würde. Mal gucken. Dann haben wir als nächstes. Das müsste jetzt Meister Detektiv Pikachu sein. Genau. Und dann noch das Mew. Ja, das Mewtwo aus Meister Detektiv Pikachu. Ja, da bin ich mir halt auch nicht sicher. Da weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht irgendwie in der Foil ein bisschen zerkratzt. Da hätte ich die Befürchtung, dass es sogar ein bisschen schlimmer wie ein Nirmint Plus sein könnte. Nein, ist auch ein Nirmint Plus. Sehr schön. Okay, ja, mit einem Mint Plus hätte ich da ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Also habe ich irgendwie das Gefühl, sind die zu zerkratzt. Ja, also wenn die jetzt auch noch ein Nirmint Plus kriegen würde, wäre ich zufrieden. Das ist jetzt das Mewtwo GX aus Meister Detektiv Pikachu. Wie gesagt, ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Und? Nein, auch ein Nirmint Plus. Sehr schön. Also dreimal ein Nirmint Plus bisher. Das ist in Ordnung. So. Jetzt müsste 1, 2, 3. Was war denn noch? Ach, die strahlende. Oh ne, jetzt war erst das Relaxo. Ich dachte, die aus Pokémon Go. Okay, das ist die Promokarte. Also Promokarte in Anführungszeichen, die Pokémon Go Relaxo-Karte mit dem speziellen Holo-Foil. Das ist natürlich cool, wenn die jetzt mit Plus kriegt, weil die würde ich ganz gerne einsenden zum Grading, weil Relaxo ja mein Lieblings-Pokémon ist. Und die Pokémon Go Relaxo Nummer 55 in dem Special Foil kriegt. Auch ein Nirmint Plus. Okay. Weiter. Oh, dann kommen schon die Lokana-Karten. Machen wir jetzt erstmal das andere Relaxo wahrscheinlich. Jawohl. Okay, da bin ich gespannt. Das wäre natürlich cool, wenn das jetzt Mint Plus wenigstens kriegen würde. Weil das ist ja das Relaxo aus der Top-Trainer-Box. Die Promokarte hier Nummer 51, die Blackstar-Promo aus der 151 Top Trainer Box. Kommt hier jetzt ein Mint Plus. Ne, auch nur ein Nirmint Plus. Was ist denn los, sag mal? Okay, die beiden Lokana-Karten machen wir nach hinten. Wir machen erst die Pokémon-Karten fertig. Sind es noch drei? Ja, klar. Die drei Starter in strahlender Form. Ich bin auch blöd. Genau, hier. Strahlendes Bisaflor. Okay, kommen die jetzt aber wenigstens in einem Mint Plus. Das wäre doch was. Strahlendes Bisaflor. Pokémon Go. Jawohl, das ist ein Mint Plus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Komm jetzt bitte alle drei in den Mint Plus. Das komplette Set. So, strahlendes Bisaflor. Jetzt kommt strahlendes Glurak. Oh, das wäre natürlich bitter, wenn das jetzt nur Nirmint Plus kriegen würde. Also das wäre ja schon schön, wenn das wenigstens ein Mint Plus hätte. Yes, auch ein Mint Plus. Nice. Und dann natürlich noch das strahlende Turtok als letztes und kommen jetzt das letzte im Bunde auch ein Mint Plus. Und dann werden alle drei in diesem Mint Plus. Yes! Sehr schön. Authentic Verified Condition Mint Plus. Okay. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir die beiden Lokana-Karten, die Promos, Gamescom und Spiel. Die natürlich in einem Mint Plus wären natürlich auch mega geil. Dann haben wir auch als erstes den Goofy hier. Goofy, Musketeer. Ja, 2023 von der Gamescom und die hat bekommen beim Pre-Grading ein Mint Plus. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und last but not least, der Donald Duck Musketier und kommen jetzt auch hier ein Mint Plus bitte. Yes, okay, sehr schön. Also, lustigerweise von den 10 hingeschickten Karten 5 ein Mint Plus und 5 ein Nier Mint Plus. Und es ist wieder interessant, es sind die Karten, die
irgendwie nicht direkt aus dem Booster gezogen wurden. Das Relaxo war in einer speziellen Tüte in der Tin drin. Das Relaxo war auch speziell in der Tinbox drin. Und das sind auch zwei Promokarten. Also irgendwie alle Promokarten, habe ich so den Eindruck, kriegen in Near Mint Plus. Interessanterweise. Das ist natürlich echt freaky irgendwie. Wobei, das sind auch zwei Promokarten, die habe ich auch nicht gezogen. Okay, also die fünf, denke ich mal, werde ich mit welchen aus dem vorherigen Video zum richtigen Grading schicken. Da muss ich mal gucken. Da warte ich vielleicht noch ab, bis meine Lorcana Pre-Grading-Aktion rum ist. Da werde ich auch noch ein Video euch hier zeigen. Und wenn dann die da sind, dass ich dann die Karten aus dem Pre-Grading, dem aus dem Lorcana Pre-Grading, also abgesehen von den beiden Promos hier, war das ja hier sonst Pokémon, und dem allerersten Pre-Grading, und da werde ich dann welche, glaube ich, einschicken, aber da werde ich auch nochmal ein gesondertes Video zu machen, das werdet ihr dann auch hier sehen. Ja, mal gucken, also das ist schon mal nicht schlecht, die Hälfte Mint Plus und die andere Hälfte Near Mint Plus. Wir hatten jetzt noch keine gehabt, was schlechter als Near Mint Plus war. Okay, ja, dann schreibt mir doch in die Kommentare, was haltet ihr von dem Pre-Grading? Was haltet ihr von AOG insgesamt? Ja, würdet ihr die Karten direkt dahin schicken? Oder überhaupt dahin schicken? Wenn ja, direkt. Oder würdet ihr auch erst dieses Pre-Grading machen, wenn ihr euch unsicher seid? Ich finde es, wie gesagt, eine super Idee. Man kann halt vorab schon mal einschätzen lassen, was die Karte kriegen würde. Und dann, ja, vielleicht hat man vielleicht Geld gespart oder sich das Grading gespart. Und im Falle eines Gradings, zum Beispiel jetzt hier, wenn ich die schicke, kriege ich auch einen Teil gut beschrieben wieder von den Pre-Grading-Kosten. Ja. Okay. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten immer danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.